Good luck of fun. Drückt er jetzt einmal drauf. Dinosaurier. So, was wollt ihr machen? Ach du meine Güte. Wollt mal da reinkommen? Ich weiß gar nicht, wie das geht hier. Ach Philipp, du bist doch hier. Bist wie doch schlau. Fahren, ne? Ja, ist wie ja, Fahrradfahren. Weiß ich nicht. Quasi. Ist wie Fahrradfahren. Pazzi, du hast 5 Minuten, 5er Wort muss drin sein. Ich geh auch mal full mute, ich muss jetzt überlegen. So, Chat. Es ist knifflig. Wir haben Codenames für euch, falls ihr es nicht wisst. Wir haben jetzt hier 5x5, richtig? 25 Begriffe. Ich sehe diese 25 Begriffe eingeteilt in 4 verschiedene Farben. Blau, Rot, dann diesen braunen Ton und schwarz. Meine Aufgabe als Geheimdienstchef, wir spielen 2 gegen 2 mit jeweils 2 verschiedenen Rollen, ist, weil ich im Team Blau bin, die blauen Wörter mit Oberbegriffen so zusammenzufassen, dass Philipp, der die ganzen Farben nicht sieht, für den sehen alle Felder so aus wie die braunen Töne hier. Alle. Ich muss ihm signalisieren, welche blauen Wörter er anklicken muss, ohne dass ich ein Wort benutze, das auf diesem Kärtchen draufsteht. Sprich, wenn ich zum Beispiel sehe Dinosaurier und Uhu und ich sage Tier 2, ne? Dann könnte Philipp vielleicht drauf kommen. Schwierigkeit ist, da gibt es auch Wörter wie Papagei und dann fällt das natürlich direkt raus, ne? Weil dann klickt ja jemand vielleicht auf Papagei und Fuchs. Sprich, ich muss mir Dinge überlegen, Oberbegriffe überlegen, die ihn auf die blauen Wörter bringen. Weg von den roten und ganz wichtig, nicht aufs schwarze, weil wenn das schwarze anklickt, Game Over. So, jetzt habe ich Codenames für alle erklärt, aber ihr kennt Codenames ja alle. Gehe ich stark von aus. Falls ihr es nicht kanntet, hier sind wir. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich Start, Dinosaurier, Wal, Gas, Riegel, Dorn, Uhu und Nordpol verbinde. Ich denke bei Dinosaurier, Gas, direkt irgendwie so an fossile Brennstoffe, irgendwie Fossilien oder so. Keine Ahnung. Pirat 3, das ist Papagei. Schatz und Hafen wahrscheinlich. Ja. Na, Party angefangen, Pirat 3 ist sehr eindeutig. Ist anscheinend ein gutes Wort. Kadi hat sofort. Ja, oh, Hut ist auch noch mit dabei, aber das ist ihm wahrscheinlich egal, weil Hut anklicken ist nicht schlimm. Start, Dinosaurier, Wal, Gas, Dorn, Uhu. Boah. Ich würde gerne Christian Lindner schreiben für Dorn und Wal. Und Start vielleicht. Weil er gesagt hat, Probleme sind nur dornige Chancen oder so. Ich warte, Fuchs, Bindung, Park, Luxemburg, Tür, Wald, Stempel, Indien, Quartett, Pedal, Fuchs, Bindung, Watte. Ich glaube, Christian Lindner ist tatsächlich gut. Es kommt halt voll darauf an, ob Philipp dann weiß, was gemeint ist oder halt nicht, ne? Ich muss hier die Chatbox mal wegmachen. Oh, Kadi hat nicht Hafen angeklickt, sondern den Hut. Aber sie weiß, dass der Hafen als nächstes dran ist. Christian Lindner für Startwahl und Dorn. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Und dann denke ich bei Gas. Aber Wahl und Start lassen sich wahrscheinlich halt auch gut mit Gas verbinden, ne? Gas, Wahl und Start. Das sind trotzdem 3. Dann hätte ich Gas, Dinosaurier, Dorn und ein Uhu wäre irgendwas in Richtung Wald oder so ein Kram. Aber Wald ist schon drauf, deswegen kann ich das nicht benutzen. Nordpol, Riegel und Dinosaurier. Boah, ist auch schwierig. Jetzt habe ich mich schon voll auf Christian Lindner eingeschossen. Vielleicht Gas für Porsche. Ich probiere es einfach. Mal gucken, wie connected Philipp und ich sind. Ich nehme Startwahl, Gas und Dorn, Christian Lindner 4. Christian Lindner 4. Okay. Christian Lindner, da würde. Warte mal, wenn ich einmal drauf drücke auf die Hand, kann ich so markieren, oder? Nee, nicht auf die Hand. Die Hand lockt einfach, ein. Okay, so, ja. Okay. Danke. Start auf jeden Fall. Lehrer, eine Wahl vielleicht. Ist halt sehr spezifisch auch, gell, der Name. Sonst hätte man. Also ein Gas, denke ich, ist weniger wegen Erdgas richtig. Oder so, sondern mehr wegen seinem Porsche. Luxemburg, Watte, Hutpark, Fuchs. Ah, aber das Pedal drauf. Das ist ein Fuchs, der Christian Lindner, ne? Ich weiß nicht, war der Lehrer? Ist der Lehrer bestimmt nicht? Nee.
Ja, was du wissen musst, bevor er in die Politik gegangen ist, war er Paläontologe. Das heißt, Dinosaurier würde ich tatsächlich auch mit reinnehmen. Das klingt sehr nach so Christian Lindner. Ja. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an Christian Lindner denke, wie er sich ein bisschen über Dinosaurier schlau macht. Ich auch, ja. Ja, das Pedal ist gefährlich. Ja, schwierig. Also Start ist, glaube ich, safe. Wahl, denke ich, könnte man auch safe nehmen. Gas könnte man mit der Energiepolitik noch irgendwie vielleicht Dingsen ganz weit hergeholt. Ja. Also ich habe gehofft, dass Gas für ihn das Naheliegendste ist, einfach nur wegen... Kackwort gegeben, Chris. Hey, Pedal? Christian Lindner ist übel gut, Philipp. Bindung. Uhu. Also Uhu... Er kann mich gerade nicht hören, ich habe einen ganz, ganz wilden Take für Uhu. Uhu könnte sein, wenn man an den Kleber Uhu denkt, dann ist der gelb-schwarz, wie die FDP. Also die ist ja nur... Genau das habe ich mir gedacht. Oh mein Gott. So ein Ding könnte Chris machen. Boah, das fände ich super beeindruckend. Das wäre smart. Ich habe nur ans Tier gedacht. Ich glaube, ich will es einfach aus Prinzip machen, aber ich mache es nicht als Erstes. Ich mache erstmal Start. Okay, Start ist richtig. Wahl ist, denke ich, auch safe. So, und jetzt wird's spannend. Pedal Luxemburg. Bindung, Nadel. Ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie sagen würde, ist noch 100% safe. Gas vielleicht. Quartett. Verstehe nicht, warum mein Discord-Overlay nicht geht. Boah, ich will einfach, dass es Uhu ist. Deshalb bin ich auf Uhu. Jawohl. Oh mein Gott, strong. Ich bin gespannt, jetzt, ob er es wirklich wollte oder ob es einfach Luck war. Okay, dann noch eins. Ich sag Luxemburg. Scheiße. Aber gut geraten. Trotzdem drei kriegt, ist doch nicht schlecht. So, jetzt ist der Uhu. Dass der Uhu weg ist. Naja. Vielleicht Bindung wegen. Dass der Uhu weg ist, ist insane für mich, weil der Uhu für mich gar nicht dazu gepasst hat. Das Problem ist halt, dass Philipp hier dieses dornige Chancen Zitat von Christian Lindner anscheinend nicht kennt. Aber das nächste, was er hatte, war ja Gas. Sprich, Gas hat er wahrscheinlich noch im Gedächtnis jetzt. Na? Jetzt muss ich drüber nachdenken, worum es bei Riegel geht. Riegel und Nordpol. Boah. Riegel und Nordpol wird mir direkt irgendwie einfallen. Eisschloss oder so. Na? Ich denke da irgendwie an Frozen, aber ich glaube, Eisschloss ist kein wirkliches Wort. Ich glaube, Eisschloss ist kein faires Wort. Dorn und Riegel. Was ist das heavy? Ein Dino und ein Dorn. Es gibt einen Dornschwanz, aber das ist Harry Potter, glaube ich. Dinosaurier hat auch einen Schwanz, aber ein Fuchs halt auch. Boah, keine Ahnung, wenn ich an Dornen denke, ein Stegosaurus oder so, aber das sind keine Dornen, ne? Die haben ja, die haben halt so, weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Ja, kein Dorn. The Beatles, ja, Quartett und? Da muss ich raus, Parsi, aber... Das wird schwierig. Käfer sind's ja übersetzt. Haben wir aber auch nichts. Puh. Gar keine Ahnung. Denkt, ist es vielleicht wegen einem Beetle auf Pedal? Band? Also wegen einem Käfer auf Pedal? Was? Nordpol? Stempel? Ja. Also ich würde gerne mal tatsächlich von letzter Runde den Hafen ausprobieren. Ne, warte, wir nehmen erstmal das Quartett. Okay, dann nehme ich mal den Hafen. Dann haben wir zumindest schon mal zwei. Oh. Kann sich Parsi schon mal beruhigen, weil ich habe schon was. Dann Park. Welche Lieder kennst du von den Beatles? Ich glaube, wir haben das im Musikunterricht damals immer eins gesungen. Aber das hilft dir nicht. Yesterday? Yesterday, all my troubles seem so far away. Das wird auch gut gemacht. Ja, das Ding ist, ich glaube, man kennt voll viele Lieder, aber mir fällt es jetzt gerade einfach auf Anhieb. Haben wir auch gesungen. Ich kenne die Titelnamen halt auch nicht, wenn man sie hört. Das ist noch easy, aber... Bestimmt fallen mir genau dann, nach der Runde, fallen mir wieder richtig viele ein. Ich glaube, die waren auch große Dinosaurier-Fans.
Ja, jeder ist eigentlich großer Dinosaurier-Fan. So, ich muss dir jetzt kurz mal muten, weil ich irgendwie drauf kommen muss, wie ich meine Wörter verbunden kriege. Nordpol und Dorn. Nordpol und Dorn. Ich denke bei Nordpol halt, woran könnte ich bei Nordpol denken? Einfach nur an Norden im Sinne von einer Himmelsrichtung oder so. Ich könnte, okay, Kadi hat nicht weitergeraten, okay. Ich könnte bei Norden an Nordpol Weihnachtsmann denken. Ich muss es halt einfach in Zweien machen, ne? Dorn, Riegel, Dino, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, um mir zu überlegen, wie ich das zusammenkriege. Riegel und Dorn, Schloss, ja, Dino und Gas. Und dann müsste ich Nordpol, Riegel und Dorn irgendwie verbunden kriegen, aber das ist auch schwer. Ich glaube, ich mache erstmal Fossil 2, ganz, ganz entspannt Fossil 2, so. Und guck dann, wie ich Nordpol, Riegel und Dorn hinkriege. Naja, mal schauen. In der Hoffnung, dass ich nichts übersehen habe. Ja, da können wir ja dann dein Dino abhaken wahrscheinlich. Ja, ne? Schade. Also am Nordpol gab es, glaube ich, keine Dinos. Also Gas im Sinne von fossile Brennstoffe und dann also Erdgas oder so. Indien. Ist vielleicht auch gar nicht so eindeutig, wie ich da drauf, also wie mein Hirn da drauf kommt. Auch noch passen, aber ist es das? Aber es soll schon passen eigentlich. Er wusste ja vor bei Christian Lindner schon, dass es wahrscheinlich Gas ist. Also er muss ja Dino mit irgendwas jetzt kombinieren wollen. Da ist das beste Wort dann fossil für gewesen. Aber wenn du Lehrer und Dinosaurier verbindest, gibt es doch bestimmt was Besseres. Glaube ich auch. Also ich wäre bei einem ganz anderen Wort jetzt gewesen, was dir sicher auch entgegenkommen würde. Nadel, Pedal, Bindung, Fuchs, Park. Aber ich glaube, Pazzi so, killt mich, wenn ich jetzt helfe. Vielleicht ja. Park? Nee. Komm, du hast mir vorhin auch geholfen. Ich wäre jetzt bei Gas bitte gewesen. Nicht, Philipp. Ja, Gas habe ich auch überlegt, aber ja. Aber ich will das jetzt nicht genau erklären können, aber boah. Gerade zu nett. Chris, was machst du denn, Philipp? Hä, ist doch, ist Indien, doch legit. Riegel. Also ich drück erstmal auf den Dino, der muss es sein, sonst bin ich sauer. Okay. Ich muss direkt Rage Quit. Mhm. Ja, Gas könnte. Passt halt zu beiden vor allem. Ja, ich glaube Gas. Ich glaube Gas finde ich sehr gut. Finde ich auch. Nehmen wir Gas. Super. So, und jetzt überlegen wir mal, ob Christian Lindner, Dinosaurier und Gas. Vielleicht hat er Gas wegen Christian Lindner auch vorher gedacht. Könnte sein. Ja. Also was, ich end mal guessing und ihr seid wieder dran. Ist okay für mich. Riegel, Dorn und Nordpol. Er hatte direkt eins. Wollknäuel. Okay, Watte hat zumindest eine ähnliche Beschaffenheit, hätte ich jetzt mal gesagt. Dann ist es eine Bindung. Die einzelnen Fasern, Schnüre sind ja, so ja, aber da kommt man doch verbunden. Bei Wollknäuel kommt man doch auf Nadel. Was haben wir denn noch? Wollknäuel, mehrere. Gibt es irgendwie 100 pro Nadel, oder nicht? Indien ein Lieferant von Wolle? Wahrscheinlich nicht. Oh, Nadel? Da haben wir die Nadel. Vom Stricken mit Wolle. Da hätte ich theoretisch schon drei, aber bei der Bindung bin ich halt echt unsicher. Tür, Quatsch. Pedal, Quatsch. Obwohl, Knäuelchen, so ein Parkticket. Ich würde auch, ich würde. Das Auto hat Pedal. Ich würde auf Pedal kommen, ne? Weil du bei einem Webstuhl, und gewebt wird ja auch mit Wolle, bei einem Webstuhl hast du ein Pedal dran. Ne? Würde ich automatisch auf Pedal kommen. Aber halt auf Nadelwatte und Pedal. Das Kalli da jetzt auf Bindung geht. Bindung, Wollknäuel, Bindung. Finde ich wild. Aber ich sehe so ein bisschen, warum. Aber ich muss weiter über Nordpol, Riegel und Dorn nachdenken. Riegel und Nordpol denke ich irgendwie so ein Milky Way oder so. Ist ein Riegel. Der Dorn fuckt mich ab. Ich denke halt andauernd an Rose. Aber Rose komme ich nicht auf Nordpol. Riegel. Und also ich komme auf Riegel und Nordpol würde ich irgendwie hinkriegen wahrscheinlich. Und Dorn und Riegel und Dorn Nordpol, aber nicht alle drei. Also ich muss wahrscheinlich auf zwei gehen.
Da würde ich, ich würde wahrscheinlich einfach, ja, Nordpol, Milky Way wird aber auch schwierig, ne? Ein Eiscreme-Riegel oder so. Ach nee, da, ich krieg die drei nicht zusammen. Das ist RIP. Der Dorn hat weggemusst. Ich habe stattdessen ein U weggekriegt, aber ich krieg das trotzdem nicht hin. Aber Milky Way ist auch Quatsch. Wie kommt der da auf Nordpol? Was habe ich mir dabei gedacht? Ich hoffe, dass ich das machen darf, weil ich nicht glaube, dass es so weit weg ist, aber ich mache einfach irgendwie Mars-Eis oder so. Weil das eigentlich schon, das, schon rattig eigentlich, ne? Nordpol. Ja, also was soll ich denn machen? Snickers-Eis. Scheiße. Ja, das ist, da werden die Regeln gerade ein bisschen gestretched. Snickers-Eis 3, ja, da haben wir schon mal Riegel. Ist halt Eis und Snickers. Snickers-Eis? Was soll denn da noch? Nordpol, Pedal? Achso, Eis. Ja gut, er will Nordpol und Riegel verbinden. Ich raff nicht, wie ich es sonst machen soll. Ich krieg nicht alle drei, leider. Ich krieg Hast die nicht. Hast du noch eins übrig? Nee, gell? Nee, ich hab noch überlegt, ob ich noch Park andrücke vielleicht. Aber, also sicher wäre es jetzt einfach, euch machen zu lassen, weil wenn ich jetzt das Schwarze treffe, haben wir verloren, ne? Aber es wäre auch langweilig. Ja, mach mal, doch. Ich würde eigentlich sagen, das ist gar keine so schlechte Idee. Man muss auch mal was riskieren im Leben. Ich denke auch. Er kommt aber nicht auf Dorn. So, wir gehen noch mal Christian Lindner Dorn. Da hatten wir, da glaube ich, dass das vierte wahrscheinlich Gas war. Irgendwie habe ich irgendwie ein Gefühl. Ja, aber Uhu war es halt Dinosaurier nicht. Noch haben. Uhu ist ja so weit weg. Dass er denkt, dass ich mir bei Uhu dachte, schwarz und gelb. Wenn Park dabei wäre. So wild. Oh, ich weiß nicht, ist jetzt einfach nur ein random Guess. Aber ich will es reinspeisen. Ich drücke jetzt einfach auf Park. Okay. Also, aber to be fair, ich glaube, wir hätten eine gute Chance gehabt. Honestly. Boah. Ich hätte jetzt. Du hast Piratenhut nicht gekriegt. Nein, das war. Ich war komplett chill, das war alles kalkuliert. Ich hätte jetzt Motorroller 5 genommen für Indien und Pedal und hätte gehofft, dass sie für drei Wörter Wollknoll, Watte, Fuchs und Bindung nimmt. Das waren ja nur weiße aber Wörter. Wofür, wusste, wofür Fuchs? Naja, Fuchs Wollknoll, Wolle. Wolle, Fell, so. Da wäre doch niemand. Achso. Okay, da kommen wir doch nicht auf. Wir müssen mal ins Zoo gehen. Aber welches andere Wort hättet ihr vorher dann genommen? Lehrer. Da würde ich eher an Lehrer denken, die ja immer so Wollpullis oder so, wie nennt man die Dinger? So. Irgendwas, sowas vielleicht. Bei Wolle. Aber nicht Fuchs. Ja, tut mir leid, Chris, aber ich. Ach, ist ja nicht die Weltmeisterschaft, war ja trotzdem lustig. So ist es. So, ich muss dich kurz belehren. Also. Dass du Uhu genommen hast und überzeugt davon warst, dass ich mir dachte, ja, schwarz, gelb, FDP. Ist doch geil, oder nicht? Es hat funktioniert, es war auch gut, weil der Uhu war ein scheiß Wort, das hätte ich irgendwie schwer verbunden und gekriegt. Du wusstest genau, dass ich es das gab, denke. Christian Lindner wurde, der hatte immer so Interviews, als er noch auf dem Gymnasium war und da war da so richtiger BWL-Justus und da hat er immer gesagt, Probleme sind auch nur dornige Chancen. Und das ist so ein ganz berühmtes Christian Lindner Zitat. Deswegen war Dorn mit drin. Ich wollte den Chat einmal fragen, wer kennt dieses Zitat? Weil das habe ich noch nie gehört. Auch. Sagt mal. Ich kannte es auch nicht. Ich hätte eher getippt, dass er Dorn meint wegen so. Der ist immer einige kennen es. Den anderen Politikern so ein Dorn im das Auge. Ist, das ist das. Gewesen. Und Gas habe ich auch nicht bei Christian Lindner mit reingenommen. wegen Erdgas oder so, sondern wegen seinem scheiß Porsche. Ach so. Okay. Ja, toll. Und da war ich so scheiße, das Pedal. Ach so, aber Fuchs und mit Wolknall ist unglaubwürdig. Ja, also wenn ich an Christian Lindner denke, dann denke ich an die dornigen Chancen und sein Porsche. So, das sind meine ersten zwei Gedanken. Ich hatte gehofft, dass du bei den Beatles einfach nur noch Quartett und Bindung, was du zuerst gedacht hast. Aber was war Beatles? Quartett und Bindung. Einfach. Ah, ich dachte, du meinst mit Beatles die Beatles und den Käfer und beim Käfer hätte ich an Pedal gedacht. Ja, okay, hätte. Und dann hätte ich halt einfach. Denken, oder? Hätte ich einfach flauschig True, für Watte und Fuchs genommen und dann hätte ich jetzt Motorroller für Pedal und Mann, den genommen. Ich bin so traurig, dass du den Uhu nicht so meintest, wie ich dachte. Das so das wäre geil gewesen. Das wäre geil war stark. Gewesen. Ich fand den Gedanken geil. Aber pass, ich habe gesagt, wir sind das Gewinnerteam. Ja, gar kein Problem. Stimmt. Ja. Und jetzt tauschen wir. Jetzt musst du wir tauschen nochmal durch und dann machen wir einfach nochmal random Team. Okay, dann mache ich jetzt Spymaster oder was? Yep, Rad. Mhm. A2. Ich habe mir die Wörter noch gar nicht angeguckt. Flur, Fuß, Zahnwand, Kongo, Morgenstern, Lenker. Rad hat einen Lenker, ja. Regal,
Legende, Storch, Konzert, Heidelberger, Zone, Stern, Flanke, Licht, Medizinverräter, Robert, Note, Eis, Fackel, Spion und Nerz. Ich glaube, ich weiß, worum es geht, aber es hat auch ein bisschen gedauert. Der große Wagen ist ein Sternbild und hat ja ein Rad, quasi. So, Studenten hängen oft ihr Fahrrad an die Wand. Na, also ein Lenkerklimaan hier, guck. Zahnrad. Das war das, Zahnrad ist ein bisschen besser, glaube ich. Das war das, woran ich gedacht habe, ja. Zahnrad ist ein bisschen besser. Verlierer fahren mit dem Rad. Weil die sich kein Tesla leisten können. Achso, sorry. Ja. Der Kurzstreckenflug von Hamburg nach Sylt, meinst du? Da müssen andere mit dem Fahrrad fahren. Ja. Boah, Flur. Flur, so wenn man sein Rad im Flur hat, aber das ist so, Zahn, Rad ergibt am meisten Sinn. Und Zahn und Lenker, womit würde Zahn und Lenker verbinden? Lenker und Flur ist auch scheiße, ne? Ich muss für Zahn gehen. Jupp. Geil. So, Kadi, mindestens 5, okay? Ja, aber gut. Ich hab das Zahn, Rad habe ich nicht direkt gesehen, weil Rad ja an sich nichts mit Zahn zu tun hat, aber man kann sie zusammensetzen auch, ne? Hab ich gar nicht drüber nachgedacht im ersten Moment. Ich will so eine Twist-Runde von Philipp haben. Wisst ihr, ich will so, dass Philipp über 5 Ecken geht und mir irgendein scheiß Wort gibt und ich muss dann über 5 Ecken auf das Wort kommen. So. Das ist das, was ich mit Philipp brauche. Wir müssen so dieselben Gedankenwindungen durchspielen. Das ist wichtig, wenn ich mit Philipp Codenames spiele. Ich spiele auch gerne mit Philipp Codenames, weil er denkt manchmal genauso dumm wie ich. Warum steht hier Heidelberger ein Wort drinne? Heidelberger. Was ist ein Heidelberger? Jemand, der aus Heidelberg kommt, oder was soll die Scheiße? Heidelberg ist so hier bei Frankfurt, oder nicht? Frankfurt-Mannheim, so die Ecke, oder nicht? Heidelberg. Ebola. Licht, Eis. Passt denn noch? Vielleicht Zone, weil irgendwie so Nord, so die Pole, Polar, die Zone davon. Vielleicht auch Sterne. Nee, ich wollte einfach nur Scheiße labern, aber mir ist noch nichts eingefallen. Achso, stark. Licht würde ich mal auf jeden Fall nehmen und Eis auch. Bei Polarstern ist, glaube ich, eher Polarstern als Polarzone. Ich glaube, da. Sonst hätte man ja auch einfach Polarkreis oder so nehmen können, wenn es wirklich um Zone geht. Ich glaube, ich nehme mal Stern. Top. Der Polarkongo. Der Polarmorgenstern, kennst du den schon? Oder der neue Film, der Polar-Dracula. Der Polar-Dracula ist auch gut, ja. Ich bin gespannt, mit was Philipp jetzt um die Ecke kommt. Ich hoffe, irgendwie so 5 und dann einfach so richtig dumme Gedankenwindung auch. So wie das, was er bei dir gedacht hat, wie mit Uhu und Schwarz-Gelb. Ja, ich meine, es hat schon Sinn ergeben, aber. Ja, natürlich. Es ist immer sehr unwahrscheinlich, dass beide auf den Gedanken kommen. So. Ich wollte gerade sagen, wenn du auf so einen Stretch kommst. Da ist es unwahrscheinlich, dass der andere sich genau den überlegt hat. Ich wollte auch erst Dino und Dorn verbinden über Stegosaurus oder so. Weil die ja so Dinge auf dem Rücken haben, glaube ich, ne? Aber das sind ja keine Dorn. Biologiestudent 4. Verlierer. Studenten, alles Verlierer. Wer studiert, verliert. Der Biologiestudent, da denke ich direkt irgendwie so an Flora und Fauna und an den Storch. Vielleicht Regal, weil Bücher oder so. Ja, Medizin ist in der Ecke weg, aber Biologie und Medizin spielen da so ein bisschen zusammen. Ich sehe noch nicht, woher der Student da kommt. Ah, doch, nevermind. Ja. Okay, jetzt habe ich auch noch ein, zwei gefunden, die passen würden. Kongo, Wand, Fuß, Flur. Morgenstern, Legende. Der Studentenrabatt. Da ist er. Und die Note. Ja, genau, das meinte ich. Da sind auch die zwei, die ich mit Student dann verbinden würde. Das ist aber nicht so eindeutig, finde ich. Nicht so eindeutig. Ja, aber also, der Studentenrabatt. Ah! Mann! Den hätte ich auch als erstes genommen. Also, ich glaube wirklich so Medizin, Storch, Student und Note wären meine 4. Da war ich direkt so, das muss es sein. Scheiße. Aber ich hab die ja noch im Kopf. Also wo die graue Karte da jetzt drauf ist, bekommt auf jeden Fall keinen Studentenrabatt. Philipp macht beim nächsten einfach irgendwas mit 7 und ich errate einfach alle. Fertig.
Oder? Der kriegt keinen Studentenrabatt mehr. Wenn auf Rabatt liegt. Dem glaubt keiner, dass er Student ist. Wobei, ich wollte gerade sagen, ich habe ja nach meinem Abi erstmal 2 Jahre in München Physik studiert. Und da hatte ich tatsächlich in den Kursen zum Teil Leute in dem Alter. Ja, ich hätte ja auch in Fach Informatiker-Ausbildung gemacht und da war in meiner Berufsschulklasse waren auch Leute, die teilweise 30, 40 oder so waren. Ich wollte gerade sagen, so Berufsschule ist das aber immer der Klassiker. Ja. Da gibt es eigentlich immer ein oder zwei, die dir auch am Anfang sagen, ja, ja, ach, die, das, darüber, über das Fach, mach dir keine Sorgen, das habe ich schon 10-mal gemacht. Ja, das habe ich erfunden. Ja, das war, damals, 1850. Das Lehrbuch habe ich geschrieben, keine Sorge. Ist von mir. Wenn dir die Professoren dann ihre eigenen Bücher als die Fachliteratur verkaufen. Ja, ja. Da hast du immer am schönsten. Ja, daran können. Was? Ballsport-Trophäe. Da hatte Kadi aber ganz viele Wörter zusammengehangen. Wird auch mal eine Flanke geschlagen im Ballsport. Ja. Ja. Der Fuß für den Ballsport, für den Fußball oder so. Tja. Ja, aber der Verlierer bekommt ja keine Trophäe. Oh Mann. Oder das Trophäenregal, die Trophäenwand. Oh Scheiße, mir fallen zu viele Wörter dafür ein. Weil es wäre eher so Trophäenschrank und nicht Trophäenregal. Ich glaube, Regal eher, Mann. Ich bin kurz gemutet. Ich muss halt drüber nachdenken, warum er Biologie genommen hat, statt einem Geografiestudent mit Kongo oder so. Ne? Ist wahrscheinlich wegen dem Storch. Ansonsten hätte er ja, er kann ja nicht Medizin nehmen. Er kann ja nicht Medizin nehmen wegen Medizinstudent. Vielleicht wollte er mit dem Biologiestudent die Medizin, den Storch und die Note haben. Drück jetzt nichts Falsches, ne? Hallo? Achso, ja? Ich dachte gerade, mein Internet ist gone, weil ich habe 10 Minuten lang auf Flanke gedrückt und es ist nichts passiert. Okay, egal. Oh ne, bei mir war er direkt. Okay. Ja, ich drück jetzt nichts Falsches. Ich drück jetzt. Bei Ballsportverlierer haben wir auch gehabt. Oder Ballsport. Nee, das. Ich weiß es. Oder hat eine Legende, die Ballsport-Trophäen. Bist du noch in der Lobby drin oder bist dein Name ist bei mir grau? Nein, ich sehe es auch gerade. Verbindung zum Spiel wieder aufbauen. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, musst du einfach aktualisieren, glaube ich. Vielleicht hat Codenames gerade irgendwie Probleme. Nehmen wir den Verlierer. Der Verlierer ist es. Wir müssen ja wirklich finishen jetzt, ne? Weil Kadi kriegt sicher 2 verbunden und du hast ja dann. Ja, okay. Sargtür 7. Einfach Sargtür 7, geil. Okay, also ich würde. Pass auf, die Note ist für mich Biologiestudent. Und dann habe ich mich gefragt, was könnte sonst noch zur Biologie passen? Dann dachte ich mir, er kann ja nicht Medizinstudent eingeben. Weil Medizin ist ja ein Wort. Deswegen hat er vielleicht Biologiestudent genommen, in Hoffnung, dass Medizin halt einfach mit reinkommt. Weil im Bio lernst du ja auch viel über Medizin und so. Und der Storch ist wahrscheinlich noch ein Ding. Dann fehlt mir aber so ein bisschen, was sonst noch passt. Bei Fackel, Spion, Nerz. Nerz vielleicht so ein bisschen. Nerz war doch hier so, so Pelz, oder? Nerz nicht sowas wie ein Marder? Irgendwie so ein kleiner. Ist das auch ein Tier? Das wird doch immer gejagt und dem wird das Fell abgezogen für so Echtfell, oder nicht? Echtfellmäntel und sowas. Echt ja, genau. Das sind diese kleinen, Nerz, diese kleinen Marder-Dinger. Ja, dann könnte es vielleicht Nerz, Storch, Note und Medizin sein. Ich muss jetzt mal zum Beispiel mit der Note gehen und. Ja, der Storch. Und dann haben wir Sargtür, da haben wir den Dracula, der ist im Sarg. Dann im Flur gibt es eine Tür, theoretisch. Und wenn jemand einen Morgenstern auf die Nuss kriegt, ist er auch tot. Storch ist direkt durch, ne? RIP. Ich hab's versucht. Du hast alles gegeben. Kann Fuck. Vorwurf machen. Was war denn Biologie? Wenn er Medizin wirklich meint. Ja, also ich denke, er kann ja nicht Medizinstudent machen, deswegen dachte ich, es ist auf jeden Fall Medizin. Das hätte ich auch gedacht. Wenn er das meint, kann ich mir Heidelberger noch sehr gut vorstellen, weil Heidelberg ja so die Mediziner oder die Studentenstadt mit so dem besten Ruf der Uni ist oder so. Ja, ich habe nie studiert, deswegen weiß ich das nicht. Ich weiß nur, wo Heidelberg ist, aber nicht, wofür Heidelberg bekannt ist. So. Ja gut, für eine schöne Stadt an sich und arschteure Immobilien und eine sehr gute Uni, sowohl Medizin als auch wissenschaftlich.
Er wird ja auch kaum Nerz machen, wenn Storch nicht mit reinzählt. Ist ja auch Quatsch. Oh mein Gott, Spion, Türspion. Sargtür ist Dracula. Flur und Spion. Aber damit sind wir dann doch beim Regal. So ein Morgenstern, lol. Dackel nicht sein. Ja, kannst du dich finishen. Weil zum Waffenschrank ja das von der letzten Runde noch gehört. Was? Zu Waffen? Wie meinst du? Naja, sie wird dir ja Regal sagen wollen. Waffenschrank, sprich, das dritte Wort hast du ja jetzt gar nicht. Geh ich davon aus, richtig. Weil Regal wird dann das von Trophäe gewesen sein. Ja, aber es ist kein Stress, wir brauchen ja nur 6. Naja, genau. Sei denn, ich rate jetzt einfach. Ja, das hat in der letzten Runde auch schon gut funktioniert. Ja, aber ihr habt ja noch einen mehr. Also was soll schief gehen? Sehr viel. Du hast keinen Druck, ne? Du kannst jetzt raten, werden machen und dann müssen wir alle 6 auf einmal kriegen oder ihr habt halt gewonnen. So. Wie wahrscheinlich ist das? Super unwahrscheinlich. Okay, oder wir haben halt sofort verloren. Nee. Nur wenn ich 6 Sachen anklicke, nicht sofort. Ach so, ich meinte, wenn ich auf den Schwarzen drücke, dann hätten wir sofort verloren. Ja, oder das, ja. Und der Schwarze ist doch der Spion, oder? Ja, du sollst einfach mal auf Kongo klicken. Ja. Schade. Nee, Schwarz ist bestimmt die Zone oder so ein Kram, keine Ahnung. Ja. Bei der Sargtür ist mir jetzt doch noch eingefallen, was dazugehört. Ja, das hätte ich auch, also... Da habe ich nämlich den Spion übersehen. Das ist ja der Türspion. Und Dracula. Oh, ich hätte jetzt eher Wand oder Flur gesagt, weil auf jedem Flur ja irgendwie auch eine Tür sein muss. Ja, Dracula, Wand, Flur und Spion. Und dann bei Biologie halt... Alles andere. Alles, was halt nur auf dem Feld ist quasi. Ja. Vielleicht auch noch der Studentenrabatt von dem Oldie. Ja. Ja, der Rabatt, der war schwierig. Ganze Runde gekostet. Ja, man, ich wollte gerade sagen, das ist genau das gleiche, wie ich letzte Runde gedacht habe. Ja, da sind Worte dabei, aber es ist halt nur der Graue. Und dann weiß man ganz sicher die Sachen fürs nächste Mal. Also das muss. Aber das nimmt dir halt trotzdem eine ganze Runde mal weg. Ja. Und wenn du dann 3 in der Bank hast, dann kannst du nicht einfach 6 oder so schreiben, weil dann weiß man gar nicht mehr, wo dazugehört. So. Das verwirrt sehr schnell. Ja, das stimmt. Das macht es nicht besonders leicht. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was bitte? James Bond Vampirposter. Also, ich weiß nicht, ob das so legal ist, was hier gerade passiert. Ja, er hat James Bond geschrieben, weil er dachte, ich komme nicht auf Spion, aber Spion habe ich schon gesagt, während du gemutet warst. Ja. Genau, und Dracula war wegen Sarg relativ klar. James Bond Vampirposter. Bio-Studentenversion. Okay, ja, dann muss. Ja, wenn Medizin auch nicht mit drin ist, dann gebe ich jetzt auf. Dann finish die jetzt. Ist mir egal. Es gibt keine Möglichkeit, dich von Medizin wegzukriegen, ohne. Also, das geht nicht. Ja, du hättest mich auch von Storch wegkriegen müssen und von Rabatt. Ja, eben. Deswegen habe ich auch James Bond Vampirposter gemacht, weil es lost war. Poster. Ich habe Poster gedacht, wie Imposter. Vor allen Dingen, weil ich google nebenbei James Bond Vampirposter und finde 5 Millionen Ergebnisse, ist also ein völlig legitimes Wort. Aber was hat denn fucking Biologiestudent mit Wand zu tun? Es ist wirklich Kongo! Nein, Wand wegen Poster, Bruder! Ja, aber wo war die Wand denn vorher? Heidelberg und Nerz! Ja, aber warum passt Nerz rein, aber das Storch nicht? Ist doch dumm! Warte, jetzt raste ich aus. Mein erstes Wort war Rad 2. Und dann, anstatt dass du auf Lenker und Zahn direkt kommst, sagst du, ne Wand, da hängen Studenten ihr Fahrrad dran. Und dann denkst du, oh, stimmt. Student ist ja so geil, Scheiße. Eine Studentennote und Heidelberg verlinksten. Aber was war das vierte? Was soll das? Guck mal rein. Warte, Legende. Das vierte war der Nerz. Das war mit Storch natürlich geimpft. Da habe ich nicht gesehen, dass Storch auch noch da ist. Ah. Ja, aber Rabatt war halt auch gut. Ja, Rabatt kann man, ja, verstehe ich irgendwo. Aber bin ich auch nicht in meiner Überlegung einmal drauf gekommen, dass man die Brücke schlägt. Ja, ich habe die andere Brücke geschlagen. Ich dachte mir, Philipp hat bestimmt nicht Medizinstudent schreiben können und deswegen habe ich mir einfach Biologie gegeben.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Das ist, mein Wort hatte viele Ifs, weißt du? Und das ja, ist auf der anderen Seite. Ja, Wand. Ja, stimmt. Fahrrad an die Wand. Ja, klar, Student. Aber dieses Wort. Aber fairerweise dachte ich halt auch, dass du Fullmute bist und das gar nicht gehört hast. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ja, mein Chat meinte, man darf euch zuhören, wenn ihr. Ja, klar, ja, klar. Aber ich trotzdem. Ja, okay, Wand war okay. Dann Int, das verstehe ich. Aber es ist halt trotzdem, es war einfach ein bisschen blöder, dass Medizin und Rabatt gibt uns halt zwei und Pause. So. Das war halt einfach ein bisschen anders. Ja, Heidelberg hast du halt auch nicht gewusst, dass es eine Studentenstadt ist. Das kann ich auch nicht riechen. Das habe ich ja sogar erklärt dann noch. Ja. Aber das war halt auch Flip. Also entweder man weiß das halt oder man weiß das ja nicht. Das genau. Ist ja, genau. Adi, willst du oder soll ich? Du darfst gerne. Okay, ich muss mich erst wieder entspannen, das ist so. Ja, ich bin jetzt komplett drin. Wir haben uns jetzt kennengelernt, wir sind jetzt gesynkt. Ja, ich weiß, dass Kali Dinos geil findet. Das werde ich mir jetzt zunutze machen. Ja! Iron Man Pokémon Trainer kommt jetzt gleich von Gunja. Okay, dann bis gleich. Iron Man Pokémon Trainer Trophäenposter. Wandschrank. Legitim, lass ich durchgehen. Klammern Speedrunner. Speedrun-Poster. Okay. Denk auch mal nach. So, wir haben blaue Wörter. Okay. Königin, Schlange, Kamm, Rachen, Dokument, Ampel, Zebra und Dieb. Was ist Pöppel? Was zum Fick ist Pöppel? Das ist keine Chance, dass jemand das schwarze Wort anklickt, weil keiner weiß, was Pöppel ist. Hä? Zebra und Schlange denke ich direkt irgendwie in Streifen. Oder Madagaskar oder so ein Kram. Ampel. Zebra, also Zebrastreifen und Ampel ist halt, ja, Fußgängerüberweg zum Beispiel. Straße, Straßendieb, Straße, Zebrastreifen, Straße, Ampel, Straße, Führerschein, Dokument, Straße, Schirm, nee, Luft, nee, nicht unbedingt, Säbel, nee, Lunge, Schnitzel, Blüte, Bikini, ich glaube irgendwas Richtung Straße ist echt gut, Baum, könnte ein bisschen gefährlich sein. Pöppel, keine Ahnung, Gift, Stall, Kunde, Einhorn, Sekretär, Zylinder und Napoleon. Ich glaube, ich gehe echt einfach Richtung irgendwas Richtung Straßendieb. Dann muss ich mich nur fragen, wie ich dann auf Schlange komme. Straße und Schlange. Straßenverkehrsordnung oder so wird nicht gehen, da kriegst du das Dokument irgendwie nicht mit rein. Vielleicht nehmen wir Dokument einfach raus und sagen dann Straße. Dann wären es nur Straße 3, dann ist es gar nicht mal so geil, ne? Zebra, Ampel und Dieb. Schlangenlinien, aber kommt man da drauf? Schwierig, denke ich. Ich soll es auch begrenzen, ansonsten kommt man über Umwege irgendwie auf Luft und Baum und so ein Kram. Dann haben wir noch Rachen, Königin, Schlange und Kamm. Photosynthese 4 haben die. Blüte, Baum. Schnitzel. Ich hab ihn. Okay. Naja, ihr macht das schon. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. Brauchen wir irgendwas Wort. Pflanzliches, würde ich sagen. Dann haben wir Blüte. Das okay, andere ist wahrscheinlich Foto einfach. Baum, würde ich jetzt mal sagen. Und... Oh, Parsi, erklär mir doch mal kurz die Photosynthese. Oh, shit. Verbindung zum also, Spiel? Also, bei der Photosynthese wird über die Wurzeln der Pflanze aufgenommenes Wasser und Kohlenstoffdioxid aus der Luft mithilfe der Lichtenergie durch das Chlorophyll in den Pflanzenzellen zu Glucose und Sauerstoff umgewandelt. Und diese Glucose wird dann in der Pflanze gespeichert, um als Energie für den Wachstum zu dienen. Und der Sauerstoff wird abgesondert und den atmen wir Menschen dann und wandeln wieder in CO2 um. Und dann geht der Prozess Streber. Wieder los. Man merkt bei dir Schule noch nicht so lange her wie bei mir. Das Ding ist, ich schwanke zwischen Luft und Lunge. Und das Problem, das ich habe, ist, dann fällt Bikini raus. Am ehesten. Aber das macht mich irgendwie traurig. Ja, einfach, Bikini also, und Foto so ist, so, ist Quatsch. Das erste aber. Wort, was du nehmen musst, muss Bikini sein. Nee, ich glaube, es ist nicht Bikini, aber ich bin ein ist bisschen gut. Ist ein gutes Wort für Blüte, Baum, Luft und Lunge. Nein, das erste muss Bikini sein. Du darfst hier... Das ist sehr gut.
Bei Rachen und Schlange denke ich halt irgendwie an Schlucken. Oder Würgen. Aber dann, da kommt man nicht auf Königin. Kamm und Königin. Damenfriseur vielleicht. Weil die Dame ist im Schach ja auch eine Königin. Wenn ich, also, die Frage ist, wenn ich, jetzt wo der Baum weg ist, jetzt wo Baum und Lunge und Luft weg ist, jetzt fällt doch echt wenig hier rein. Pech ist, Pech und Teer und sowas, das finde ich schwierig. Aber wenn ich jetzt Straßenverkehrsordnung oder so schreibe und man dann auf Schlangenlinien kommt, Pöppel, keine Ahnung, ne? Keine Ahnung, was Pöppel ist. Kann sein, dass das ist ein Pöppel ich weiß nicht, was Pöppel ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, es hat nichts mit Straßen zu tun. Boah, ich würde gerne irgendwie so Bergstraße schreiben. Dann würde man auf Bergkamm kommen. Vielleicht auf die Schlange, weil an Bergen halt oft die Straßenführung so in Schlangenlinien verläuft. Straße, Ampel, Zebra und Straßendieb. Aber das ist fucking weit hergeholt. Und man könnte vielleicht noch aufs Dokument kommen im Sinne von Führerschein. So bad. Dann hätte ich noch Rachen und Königin. Ah, komm, scheiß drauf. Bergstraße. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich weiß halt nämlich, nicht, es sind nämlich, genau, es sind nämlich die Chloroplasten, die ich meine. Das Chlorophyll ist. Aber nee, wobei doch, nee, Chlorophyll ist, glaube ich, doch richtig. Ich glaube, Chloroplasten ist ja die Pflanzenzelle, die das macht. Egal, whatever. Ich hätte einfach nur gesagt, da wird irgendwie Licht in Energie für Pflanzen. Du hast wirklich 6 gemacht, Wesk? Ach du Scheiße, Bergstraße. Um Gottes Willen. Ich möchte an der Stelle anmerken. Ja, wobei, aber das war eigentlich, glaube ich, Berggasse. Aber da hat Sigmund Freud seine Praxis gehabt. Vielleicht kannst du das unterbringen. Was? Das wusste ich natürlich. Egal. Berggasse 13 war's. Grüße an alle Psychologiestudenten. Ja, aber ich bin kein Psychologiestudent. Ja, deswegen helfe ich dir ja. Ich auch nicht. Obwohl Claire und Dalu mal sagen, ich würde irgendwie 50 Sachen gleichzeitig studieren. Okay. Ich wäre bei Königin auf jeden Fall. Warum? Erklär nur bitte, warum wie du auf Königin kommst bei Bergstraße. Also in Bikini Bottom, ja? Okay, in Bikini. Also Pech ist ein Problem. Erzähl mir, was gibt's? Pech ist ein Problem, denke ich. Hast du dir mal die Form angeschaut von Patricks Haus? Das ist ein Stein. Ja. Und weißt du, was noch geformt ist wie ein Stein? Genau, ein Berg. Erzähl es mir. Okay. Stark, okay. Das halte ich für großen Quatsch. Wow, ich helfe dir nie wieder. Danke. Bis jetzt. Danke. Was mir Ampel noch, wegen Straße einfach, ne? Straßen, Ampeln so. Zebrastreifen. Bergstraße. Wie bist du als erstes auf Königin gekommen? Weiß ich nicht. Gibt's nicht, wie heißt denn das? Ist das nicht dieses, das ist doch, ich meine, Bergstraße, ist das Bergstraße, ist das richtig? Das ist, glaube ich, das ist auch in der Nähe von Heidelberg. Und Heidelberg ist ja auch so Königsresidenz, beziehungsweise so. Ja, das wird er gemeint haben. Ja, das habe ich bestimmt gemeint. Nicht den fucking Straßendieb. Glaube ich es nicht. Nicht die Schlange, weil eine Schlange ein bisschen geformt ist wie eine Straße. Aber okay, nein, das wird es nicht sein. Kann ich ganz bitte aufhören? Das sind 6 Wörter, auf die ich kommen soll. Okay, mach mal. Aber dann denk doch mal drüber nach. Er macht ja gar nichts gerade. Also Ampel und das würde ich schon mal nehmen. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Aber das ist aber schwach. Das ist eindeutig, finde ich. Eindeutig. Wobei, wenn er Ampel meinte, dann wahrscheinlich auch Zebra wegen Zebrastreifen, right? Nie im Leben. Nein. Ich kenne Bless. Okay, nie im Leben hat er das gemeint. Dann nehmen wir es. Sehr gut, Kadi. Danke. Gute Hilfe. Das ist enttäuschend. Ich markiere mal an, dich für Quatsch halte. Gift, Jim. Der Königin ist für mich ein wilder Stretch, aber ich bezweifle, dass er es gemeint hat. Da hast du wahrscheinlich wirklich recht. Ich möchte einen Regelbetrug melden. Die Zeit ist um. Oh, ja, okay, nein, Spaß. Komm. Alles gut, das hätte ich. Nein, wirklich ehrlich. Das war nur Spaß. Nee, ist schon richtig. Weil ich da so eine halbe Stunde sitze, ist das völlig okay.
Ich meine, er hat drei. Mit Schlange hast du wahrscheinlich nicht sogar. Er hat drei, das ist schon immer nicht. Aber du super schlecht. Schon sehen, was du davon hast. Oh, wahrscheinlich. Oh, okay, ich glaube, ich habe noch eine Idee, was er damit. Ich glaube, Schnitzel meinte er tatsächlich auch. So Berghütte, Schnitzel, so auf der Alm. Ja, bestimmt. Wer kennt's nicht? Das ist gute Bergschnitzel. Ja, ja. Pferdeschnitzel? Das gute Bergschnitzel. Ja, nee, da muss er ganz schnell weg von. Das ist ein Problem jetzt. Das ist halt das Problem, wenn du so viele gibst, ne? Dann kommen Leute einfach, wenn sie nicht auf alles kommen, einfach auf die wildesten Ideen. Okay, Schlange, kann ich von ausgehen, dass er das noch kriegt. Königin und Drachen. Ja, also Dokumentendieb kriegt er halt auch nicht, ne? Also könnte ich vielleicht auch einfach die verbinden. Königin, Dokument und Dieb. Bei Rachen denke ich irgendwie an gar nichts. Hustenbonbon. Königin und Dieb wären halt irgendwie Juwelen. Schnittwunde 3, ja. Das ist Säbel. Wir müssen auch die Worte immer so aufteilen, weißt du, in Schnitt und Wunde. Ja, genau, so mache ich das meistens auch, wenn ich die Wörter suche, um zusammenzusetzen. Oh, ja, Pech wahrscheinlich. Klar, klar, es passt irgendwie, dass es zu beidem passt, aber oft eben, dass das so ein bisschen gesplittet gesehen wird. Mm, das ist ganz schönes Pech, aber wenn man sich eine Schnittwunde zuzieht. Ja. Kann schon mal auch passieren. Dann Schnitzel wird aufgeschnitten. Oder? Schnitt, ja. Ja, Schnitt, okay. Schnitt und Schnitzel. Vielleicht bei dir der Dieb. Mann, ist das bad. Dieb habe ich ehrlich gesagt auch überlegt, aber Schnitt, bin ich am weitesten gestretched. Ja, boah. Das wäre so Dieb, Raubüberfall oder sowas, ne? Wo dann? Schlange. Schnittwunde, wenn man von einer Schlange. Nee, die schneiden ja nicht. Ja, aber Wunde. Eine Wunde hast du davon, von einer Schlange. Eine Wunde, stimmt, habe ich. Ja, das ist leider, es ist gut. Jetzt muss ich auf alle kommen quasi. Schlange hat er, ein Dokument kommt da nicht drauf. Bergstraße. Das ist halt Schnitzel weg. So, Königin, Rachen. Boah, wenn ich an die Königin denke und an Rachen, denke ich an England. Großbritannien. T. Wie komme ich dann auf Dokument? Vielleicht über Brexit oder so? Nee, ist auch Quatsch. Dann kommt man nicht mehr auf Rachen wahrscheinlich. T-Ausweis. Ja, Brexit ist, glaube ich, ist gar nicht so weit weg. Weil das ja die Einreise schwieriger gemacht hat. So, oder nicht? War ich seitdem Brexit einmal? Ich glaube schon. Boah, aber dann könnte ich auch England Urlaub schreiben, weil da brauche ich auch mein Dokument. Aber das ist halt das Problem, so. Brexit könnte halt auch auf ganz was anderes gehen, ne? Man, sie hat den Dieb nicht angeklickt, sprich, jetzt ist halt eh RIP. Bikini und Schirm ist einfach, ist zu einfach. Ich muss alle kriegen. Schlange hat er, sprich, ich brauche Königin, Rachen, Dieb, Dokument. Der beste Guest, den ich habe, der beste Guest, der mir gerade einfällt, ist Scotland Yard. Es geht gegen den Dieb. Großbritannien haben wir Tee für den Rachen mit drinne. Scotland Yard könnte man auf Dokument kommen und die Königin haben wir auch. Komm, machen wir einfach. Das ist das Beste, was ich habe, glaube ich, gerade. Ich muss es machen, so. Bleibt nichts übrig. So, da gibt's oft Schlangen. Also, ne, so lange Schlangen und lange Stau. Aber eine Schlange im Bikini würde lustig aussehen. Königin. Zylinder-Sekretär sind illegal. Aber was soll man machen? Hast du das Spiel früher gespielt? Ja, nee. Das ist auch ein großes Problem jetzt gerade. Ach so. Okay. Das ich habe das immer mit meiner Tante gespielt. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, ich brauche Hilfe. Erklär mal. Sag mal. Also, da hat man so ein Spielbrett und einer ist quasi Scotland Yard und der muss immer verdeckt ziehen. Und der andere, der Detektiv, muss ihn dann finden und muss halt quasi dann auch immer so mitdenken, wo er hinläuft. Das heißt, was könnte man bei so einem Spiel vielleicht haben und benutzen? Das wäre dann ein Pöppel, was du meinst. Aber. Oh, aber was ist denn ein Pöppel? Was ist denn fucking Pöppel? Also, ich meine, hat mir viel gegeben, damit ich auch wahrscheinlich alle wählen kann, gehe ich von. Was ist ein Pöppel? Scotland Yard ist ja auch nicht nur das Spiel, sondern. Das gibt's gar nicht, das Wort! Pöppel. Dieb ist ja offensichtlich. Ach so, ja, genau andersrum. Stimmt.
Pöppel steht für einen Spielstein. Ja, fick doch alles. Ja, und englische Polizei, englische Königin. Meine Tante hatte immer ein Bikini an beim Spielen. Lesk weiß das. Ich bin verzweifelt, okay? Mir fällt nichts ein, aber ich will dich verwirren. Ich schaff, glaube ich, nicht alle. Also ich habe auch gar nicht über das Spiel nachgedacht. Gar nicht. Das sind ja die drei, die für mich für Bergstraße. Also, ich muss es ja machen, so, aber das ist jetzt. Gottes Willen, ach du Scheiße. Welche zwei Wörter? Warum dafür Scotland Yard? Vielleicht Sekretär oder so? So irgendwie so in den Büros oder so davon? Man hat auf Dokumenten immer mitgeschrieben, wo man als letztes hingezogen ist. Also wirklich ehrlich. Ja, also das hätte ich halt auch. Also Dokument und Sekretär wären jetzt noch so mit der Polizei oder so, wären vielleicht noch das und der Polizei wird, was ich so am ehesten denken würde. Es ist sowas von Pöppel. Wirklich, es gibt dieses Spiel. Woher soll ich denn wissen, was ein fucking Pöppel ist? Niemand hat jemals in seinem Leben irgendwas Pöppel genannt. Das ist ein wirklicher Tipp, den ich dir gebe. Das ist wirklich kein debatender Tipp. Dieses Spiel kennt man. Ja, ich weiß, dass man das Spiel kennt. Ich habe es nur, wie gesagt, nie gespielt. Chat, ich habe einen Chat jetzt auf. Aber meinst du, wer von euch. Partnerparty. Wer von euch wusste, was ein Pöppel ist? Verdeckt und eben genau keinen hat? Doch, alle paar Züge wird es dann aufgedeckt. Ah, okay. Aber da hat das weiß man doch nicht, oder? Wie deckt man denn das? Niemand jemals benutzt. Die stellst du halt auf das entsprechende Feld. Ah, okay. Einfach so aufgelegt, so unter der Karte. Oh, wo war sie wohl? Meine Güte. Also, ja, auch bei euch. 99% wissen nicht, was was Pöppel ist. Boah. Ich, weil ich es durchs Codenames auch schon mal gegoogelt habe, ja. Immerhin weiß ich jetzt, was es ist. Pöppel. Es klingt auch voll scheiße. Es klingt wie eine Klobürste oder so. Ja, meine Zeit ist auch abgelaufen. Das traue ich mich nicht. Nee. Ich muss ja die letzten zwei verbinden und ich hoffe, dass ihr es nicht hinbekommt. Ja, wie sollen die denn zwei nicht aber hinbekommen? Aber werden wir. Ja. Wow. Strand 2. Bikini! Oh mein Gott, da bin ich später gespannt, ob das doch wirklich... Warum hast du nicht den Bikini genommen? Ich hab's die ganze Zeit gesagt, wirklich. Aber warte mal, Strandschirm, oder? Napoleon, Einhorn, Kunde, Stall. Napoleon, Strand, ja? Ja. Bikini und Schirm. Warte mal, nein, da ist jetzt nichts anderes. Nicht, dass ich jetzt voll rein inte. Nee, ist gut. Ich noch mal umgucken, Kadi. Strand ist gut. Strandschirm, wenn der nicht dazu zählt, ist ja weird. Also du musst dir vorstellen, Kadi, so in Among Us gibt es ja den Ausdruck, auch mal fürs Einhorn zu gehen. Das würde ich jetzt an deiner Stelle auch mal tun. Also ein Einhorn am Strand. Damit willst du mich gerade verwirren. Ja, sehr gut, weil du musst dir vorstellen, so, das ist halt das, woran die Leute nicht denken würden. So, das ist die Story, das ist eben nicht das Pferd, sondern es stellt sich als Einhorn heraus. Und genau deswegen muss es das Einhorn sein. Finde ich überzeugend. Wir nehmen Schirm. Der Schirm wird, naja. Wow, Pöppel wäre das Schwarze gewesen. Let's go. Junge, niemand außer dir, Kadi, auf diesem Planeten weiß, was ein Pöppel ist. Nein, niemand. Naja, doch, Kadi und ich haben direkt am runden Anfang sogar schon darüber gesprochen. Hä? Ja. Also wirklich, ja. Ich habe jetzt sogar meinen Chat am Ende gefragt, keiner aus meinem Chat weiß, was. Also, die Einzigen, die es wissen, haben gesagt, oh, ich habe auch schon mal Codenames gespielt und gegoogelt. Niemand auf der Welt weiß, was ein Pöppel ist. Ich dachte, das ist eine Klobürste oder so. Nee, wir haben auch darüber. Ja, das ist auch keine Klobürste. Aber ja. Wir haben vorhin über Mensch, ärgere dich nicht, direkt am Anfang der Runde gesprochen. Meine Oma hat die Dinge auch immer Pöppel genannt. Ja, Party die Bergstraße. Ja, ein gutes Da war ein bisschen das Problem, dass du von 3 Minuten Radezeit 2 Minuten erstmal über die Heidelberger Bergresidenz geredet hast. Und dann war so, jo. Dann war ja, gut. Aber ich kam ja noch auf die Wörter, also. Warum Rachen? Wo war Rachen mit drin bei euch? Scotland Yard. Ich musste viel verbinden und ich hatte einfach keine Idee, wie ich Rachenkönigin. Dieb und Dokument verbinde und Scotland Yard war für mich Großbritannien und Tee, Rachen. Ah, ja. Ich habe über Kronjuwelen nachgedacht oder Teabagging oder so, aber da fehlt der Dieb oder der Rachen dann halt. Komm, ich würde schon gerne alle Siege heute mitnehmen. So, alle Runden gewonnen bisher? Bisher, ach, stimmt, ja. Ich habe alle verloren, glaube ich. Sehr gut. Dann wollen wir das doch mal dabei belassen, würde ich sagen. Stark. Ladenregal 4. Oh, das ist für mich, ne? Geil. Ja. Ich hab schon Ladenregal. Das heißt Ladenregal und Laden und Regal. Ladenregal im Saturn.
offensichtlich. Stark. Preis. Mhm. Raute, Dynamit, nee, Blei, Leine, Stuhl, Fieber, Felge, Krankenhaus, Schmalzschleife. Im Ladenregal gibt es Schmalz, aber das lasse ich mal weg. Kassetten stehen bestimmt auch in einem Ladenregal. Ja, ein Kelch auch. Eine Ballsport-Trophäe ist ja auch ein Kelch. Ja. Steht ja auch im Regal. Ladenregal im Lager, natürlich. Nee. Doch. Aber Regal heißt Lager rückwärts. Das Saturn, Preis, Lager. Stimmt, okay. Regal und Lager. Ja, und dann Wirtschaft wäre ein Ding. Dann stehen halt irgendwelche Produkte drin, aber das, ja, Schmalz ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ladenregal, Schmalz, Wirtschaft finde ich ein bisschen weiter weg irgendwie. Aber warum Schmalz? Steht ja im Ladenregal. Ja, aber Kassetten auch. Hä, hey, ja, aber wenn ich in den Supermarkt gehe, dann finde ich Ladenregal halt, ich jetzt einfach nur in den Supermarkt denke. Also die hier sind alle, die hier würde ich alle rausnehmen. Das ist Quatsch. Temperatur ist vielleicht auch nicht komplett verkehrt. Ja, stimmt. Fotos sind da meistens auch dran, ne? Was du so ausstellen. Mann, jetzt hör auf mit deiner Kassette und deinem Foto. Was denn? Ich will dir nur helfen, Mann. Ja, stimmt doch gar nicht. Doch. Ich bin erstmal mit 3 zufrieden, glaube ich. Temperatur, Schmalz und Wirtschaft sehe ich noch so ein bisschen. Wahrscheinlich Wirtschaft oder Temperatur, nicht Schmalz. Aber ich lasse euch mal. Ja, bin ich gespannt, was Kalli jetzt rauszaubert aus dem Hütchen. Junge, Schnitt und Schnitzel. Ja, ist erlaubt. Hattest du schon mal, dass jemand mit einem alles gelöst hat? Nee. Ich frage mich immer, ob es ein Wort gibt auf der Welt, das alles connected ohne Verwirrungen. Ich müsste mal ChatGPT. Ich glaube, du musst immer über eine Ecke gehen. Das wäre echt lustig, so eine Win-Challenge und dann musst du so alles auf einmal lösen. Fußballverletzung. Okay, Fußballverletzungstrophäe. Bei Fußball denke ich natürlich, Kalli, die kennt mich ja gut, dass ich großer Fußballfan bin und großer HSV-Fan. Da denke ich natürlich an die Raute, ne? Das ist natürlich offensichtlich. Und da wird Kalli jetzt auch nicht den Kopf schütteln, dass sie da gar nicht dran gedacht hat an die Raute. Ja. Ist auch naheliegender als das Tor, finde ich. Ja, Tor haben wir hier. Verletzung. Blei, Leine, Stuhl, Schleife, Schmalz, Krankenhaus auf jeden Fall. So, das ist jetzt das dritte, ist die Frage. Pflaster. Offensichtlich. Foto, Temperatur, Fieber, Duel. Alles jetzt nicht mehr so ganz so naheliegend, ne? Vielleicht wegen so alten Heimvideos, wo sich Leute so wehgetan haben, so eine VHS-Kassette. Pflaster könnte auch noch gut passen. Vielleicht auch Wirtschaft, weil es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, wenn sich so ein Joshua Kimmich verletzt, ne? Richtig, klar. Ja. Ich auch gedacht. Ich würde sagen, das sind die 3 schon, ne? Aber du kannst ja auch, pass auf, ich habe ja Medizin studiert, ne? Wenn du dich jetzt beim Fußball verletzt und es ist ein offener Bruch und sich die Wunde infiziert, dann kannst du ja Fieber kriegen, so. Ja, stimmt. Oder mir ist Schmalz drauf, dann geht's dir wieder gut. Fieber ist ja mal ein Hinweis auf eine Infektion. Mhm. Bist ja in meinem Dr. House-Studium gelernt. Dr. House-Meister, meinst du? Ja, Dr. House-Meister. Ich glaube, ich nehme die 3 hier. Zack. Ich glaube, die hat sie bestimmt nicht so gemeint. Das war Glück. Ich glaube, sie meinte eher Raute, Dynamit und Blei. Aber jetzt aber Glück. Okay. Ich dachte vielleicht an Dynamo Dresden. Ja, stimmt. So, jetzt will ich 6 haben von Parzi. Ja, aber du brauchst 5. Ah, nee, du brauchst 6. Ja. Du brauchst 5. Ich mach jetzt fertig, wenn Kalli ein gutes Wort findet. Kühltruhe, ja, okay. Das heißt, er wollte mich auf Temperatur führen und will mich jetzt wahrscheinlich wegkriegen von der Wirtschaft. Nee, nee, nee. Doch, doch. In der Wirtschaft brauchst du auch eine Kühltruhe, um die Sachen zu kühlen, ne? Hat man in der Kühltruhe Schmalz, ist die Frage. Warum nicht, ne? Also Temperatur, ja. Kühltruhe. Foto und Kassette wahrscheinlich eher nicht. Alien und Fallschirm. Musketier. Geselle, Fieber, Schmalz, Schleife. Das ist ja weird. Was ist denn da Kühltruhe? Was zum Fick ist da Kühltruhe, bitte? Ich denke bei einer Kühltruhe halt, die, wenn man im Park oder so sitzt und in der Kühltruhe und dann. Das ist völlig offensichtlich, Chris. Da musst du ja drauf kommen jetzt. Schmalz, aber das macht man im Kühlschrank.
Kann man auch in Kühltruhe reinmachen, ne? Schmalzfetisch, diese Runde. Naja, Philipp, lass mich doch. Landriger Schmalz, Kühltruhe. Ja, aber was soll's denn sonst sein? Musketier, so. Ist das irgendein Alkohol oder so? Musketier? Nee, ne? Hä, die drei Musketiere? Ja, Musketiere, ja, weiß ich, aber die werden ja nicht in der Kühltruhe drin sein. Aber gibt's doch irgendeinen Riegel oder so, irgendeinen Schokoriegel, der Musketier oder so heißt, oder nicht? Ich Musketiere. Kenn nur Snickers. Naja. Geselle mit einer Kühltruhe? Muss ja, der Geselle mal die Kühltruhe tragen und da ist das Bier drin? Was ist mit Fieber? Da muss man kühlen, Chris. Ja, da hast du recht. Na, mal als Tipp. Das sehe ich tatsächlich. Oh, ein Kelch in der Truhe. Kelch? Ja. Kelch in der Truhe? Vielleicht ist es kühlen und Truhe und in der Kelch ist in der Truhe drin. Das ist es. Ich bin fast gebannt worden gerade. Scheiße. Mann, was ist denn Kühltruhe? Soll da drin sein? Okay, Kadi, mach Ende jetzt. Ein Kelch im Büro? Ich dachte jetzt an eine Schatztruhe. Und er hat zwei Wörter gemacht. So, ja, er hätte wahrscheinlich erst was anderes angeklickt. Vielleicht liegt es an mir, Philipp. Nee, glaube ich nicht. Ich wette mit dir, es ist Schmalz, aber du Sackgesicht, du bringst mich immer weg vom Schmalz. Ich habe dich auf einen astreinen Fiebertipp gebracht. Ich klicke gleich einfach Fieber und Schmalz an. Ist mir egal. Perfekt. Egal welches Wort kommt, ich klicke Fieber und Schmalz an. Apasi denkt auch sehr komisch, muss ich sagen. Wenn ich jetzt nicht gleich Photosynthese 5 kriege, dann weiß ich auch nicht. Ist vorbei. Süßigkeit, aber es gibt es bei uns, glaube ich. Einigkeit und völlig losgelöst von der Erde. Das wäre eine coole Nationalhymne, oder? Fände ich schon. Also es ist, aber mal auf Ernst, es wäre doch voll cool eigentlich, wenn Deutschland so random einfach Major Tom zur Nationalhymne machen würde. Ich fände es eigentlich geil, wenn alle vier Jahre, wenn Wahl ist, dass der Kanzlerkandidat von jeder Partei eine Nationalhymne, so einen Theme-Song haben muss, wie beim Wrestling, weißt du? Ja. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Stell dir vor, Olaf Scholz kandidiert dann mit 187 Straßenbande. Ja. Wenn er so hier Wahldebatte hast oder so, dann laufen die so zum Podest, zum Pult. Und der gewinnt, das ist dann die Nationalhymne. Spielt im Hintergrund so Undertaker-Musik oder so, weißt du? Ja. Dead Man Walking. Das würde ich fühlen, ey. From Hamburg, Germany, with WWE Pounds, Olaf Scholz. Three times W Heavyweight Champion, Christian Lindner. Kannst mich nicht sehen. Okay, der Steinmetz. Mach ich mal Geselle. Der ist bestimmt Gesell. und jetzt, der schleift was. Mhm. Oh, die Begriffe von Kandi haben Hand und Fuß, muss ich sagen. Da wundert mich gar nicht, dass sie so oft gewinnt. Und jetzt das Letzte. Ja. Ein Steinmetz braucht halt Schmalz, ne? Er muss halt auf dem Stuhl sitzen, ne? Nee. Und er muss die Wirtschaft ankurbeln. Nee. Oder er sprengt die Steine weg. Ich sag mal Geselle. Oh, Mosaik ist doch geil. Schleifen erstmal. Nein, schleifen war es nicht. Tut mir leid, Kadi. Was schleift denn Steinmetz, du Vogel? Hä, was soll der nicht schleifen? Schleift doch nix. Natürlich schleift ein Steinmetz. Was denn? Ja, Steine. Nee, der prügelt hier nur raus. Der braucht Schmalz, nein. Ich sag's dir. Schmalzmetz. Der Schmalzmetz. Oh, wäre auch übel geil, wenn unser Kanzler einfach dadurch bestimmt wird, dass sich die Kanzlerkandidaten, dass die alle gewählt werden von jeder Partei. Mhm. Und dann müssen die so im Hell in the Cell Matches auskämpfen. Ja, oder so Schachboxen oder so. Oh, yo. Die machen einfach so Schachboxen. So. Oder die fahren einfach Go-Kart. 3x6. Go-Kart? Ja, Go-Kart. Go-Kart-Boxen. Go-Kart-Boxen ist auch eine geile Idee. Go-Kart-Boxen. Weißt du, was eigentlich ein geiles Event mal wäre? League-Boxen. Du machst so 1-gegen-1 so in der heulenden Schlucht. Und dann 1-gegen-1 vor PC. Und zwischen den 1-gegen-1 immer, wenn jemand irgendwie so 100 Minions oder einen Tower oder einen Kill kriegt, dann hat er halt einen Punkt oder so und dann boxt man sich so 3 Minuten lang.
Und da muss man wieder 1 gegen 1 machen. Das klingt echt ganz geil. Ja. Wie 2? Wappen 2. Ja, Raute. Was gibt dir denn nur 2? Was denn für ein Wappen? Ich bin heute einfach also mega glaub, dumm. Also Raute muss es sein. Schmalzwappen, oder? Schmalzwappen, ja. Wappen. Wappenschmalz. Wappen. Wappen, Wappen. Wenn man Wappen so 2-3 Mal gesagt hat, ist es einfach ein mega komisches Wort, ne? Wappen, ja. Wappen. Schüssel. 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 Bowl. 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 Fallschirm finde ich auch ein wildes Wort. Fallschirm. Ja. Wappen. Also da muss ich auch ganz ehrlich mal Parsi jetzt hinterfragen, was das für ein Dreckswort ist. Felge, Wappenfelge, Wappenfieber, Wappenschmalz. Denkt ihr vielleicht, dass ein Wappen an der Leine hängt? Aber das ist ja eher eine, dann hätte er ja Fahne genommen, oder nicht? Flagge. Ja, Wappen passt aber besser. Ja, so Wappen, aber es sind dann Wimpel, oder nicht? Ja. Aber ich wüsste nicht, was zu Wappen passt, außer Leine. Blei nicht, Dynamit nicht, Stuhl nicht, Schmalz, Idee, Felge. Aber ich verrate jetzt nicht noch was hier. Ja, Mosaik ist auch Quatsch. Nee, das ist... Weil das gehört zu dir. Nein, nein. Doch. Foto, Wappen, Wirtschaft, Wappen. Ja, Musketier. Aber das ist ja noch weiter weg. Ach, mach Leine. So. Und dann bei der Kühltruhe Fieber. Mann, ist auch nicht. Doch, das ist wirklich Schmalz. Okay, Kadi, mach Ende jetzt. Wir schaffen das. Hätte ich eh nicht fischen können, ne? Ich mach beim nächsten Mal einfach Partys 2 und dann drücke ich auf Schmalz. Selbst wenn mir 3 gibt, ich drücke auf Schmalz. Fettbombe. Fettbombe? Ich habe kurz drüber nachgedacht, warum Fettbombe ist gar kein Wort, aber Fettbombe ist voll das Wort, ne? Aber Schmalz muss ja drin sein. Nee, ist meins. Aber was hat denn sonst mit Fett zu tun? Keine Ahnung, ist mir egal. Schmalz, Dynamit und dann Mosaik das letzte. Fettbombe ist auch so ein Fettbombe ist ein. Ah! Ich kann das alles nicht mehr. Fettbombe ist so voll das Galileo-Wort, ne? Also, aber Wappen und Musketier ist doch voll offensichtlich. Die Musketiere haben doch ihr Wappen. So, das ist doch. Hä, und was hätte mir das dann gebracht? Dann hätte ich ja trotzdem nicht fischen können. Nee, es wäre ja okay. Also, es wäre trotzdem okay gewesen. Übrigens, bei Kühltruhe wollte ich gerne auf Kassette und Blei hinaus. So eine Kühlkassette. Wow. Eine Kühlkassette? Ja. Was zum Fick ist denn eine Kühlkassette? Kennt ihr das nicht? Kühlkassette. Ja, so ein blaues Teil, wo man halt, die man halt ja. zum Kühlen. Ach so, benutzt, aber das ist doch keine Kühlkassette, das ist doch einfach hier so ein. Kühlakku nennt man das, oder? Ein Kühlakku. Nee, eine Kühlkassette ist kein Kühlakku. Aber also egal. Ich google gerade Kühlkassette und Google sagt zu mir, noch nie gehört. Keine Ahnung. Aber Fettbombe hat er gehört. Was war's noch bei. Und Blei hätte ich gerne noch gehabt, einfach so, weil eine große. Kühltruhe ist ja so ein riesenschweres Ding, auch mit Metall und Blei und Abschirmen und ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich fand es ultra schwer, die Wörter, und ich musste dich halt irgendwie von Schmalz wegbekommen. Naja, aber wenn du Schmalz machst, wenn du weißt, ich bin schon auf Schmalz und du gibst mir Kühltruhe, ja. Wie soll ich dann ja. nicht auf Schmalz kommen, sondern auf Blei? Schmalz ja. ist ja ein Lebensmittel, das man kühlen will, oder nicht? Ja, schon, aber ich keine Ahnung, ich weiß nicht. Du hattest ja alle von, also ne, mit Preislager, Saturn und Temperatur hattest du ja Ladenregal auch alle. Deswegen dachte ich nicht, dass du dann irgendwie, naja. Preis, Lager, Temperatur und Saturn, ja. Ja, war Ladenregal. Ich fand's so witzig, ja. Es kam so der Call, Kadis Worte haben immer Hand und Fuß und genau dann hast du 3 falsche Worte angeklickt. Das war doch alles Absicht. Aber wirklich, dieser Schmalz hat mich so gebrochen, wirklich. Alle 2 Sekunden kam wieder, ja, ich tippe jetzt gleich, egal was kommt, ich tippe auf Schmalz. Ja, schön. Ja, aber hat Spaß gemacht, ey. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe alle Runden verloren. Stark. Ich hab's auch gesagt, wir lassen es dabei. Ja, true.